Hallo liebe Schachfreunde, es geht weiter und zwar wieder mit einem Video über Emanuel Lasker und diesmal möchte ich euch eine Partie zeigen zwischen ihm und Frank Marshall. Frank Marshall war, oder Frank Marshall, ich versuche mal Frank, weil Amerikaner, forderte Lasker heraus zu einem WM-Kampf im Jahre 1906 und zum wiederholten Male und zuvor gewann er irgendwie ein Turnier in Nürnberg und überraschenderweise nahm der Weltmeister an. Jetzt muss man sich mal vorstellen, es kam 10 Jahre lang zu keinem WM-Kampf. Also Lasker war zwar 27 Jahre lang Weltmeister, aber besonders aktiv war er auch nicht. Und wenn man sich das leisten kann, 10 Jahre lang keinen WM-Kampf zu spielen, das ist auch schon irgendwo hart, ja. Und 1907 kam es dann zu diesem Wettkampf und der fand in insgesamt wohl 6 USA-Städten statt. Und es gab eine kleine Änderung, also es wurde nicht mehr auf 10 Gewinnpartien gespielt, sondern insgesamt nur noch auf 8. Und naja, gucken wir uns die Partie an und das nach dem Intro. Alles klar, legen wir mal direkt los. Ich muss das Brett drehen. Lass gerade mal wieder schwarz. Wir machen es aus weißer Sicht. Okay, E4, E5. Springer F3, Springer C6. Läufer B5, Spanisch. Springer F6, D4. E schlägt D4, kurz hoch Hade. Ja, es gibt natürlich auch da wieder. Natürlich, D4 gilt jetzt nicht als genaueste Fortsetzung in der Öffnung, sondern irgendwie Rochade und aber gut, die Eröffnung steht bei uns auch nicht im Mittelpunkt bei Partien, die über 100 Jahre alt sind, ja, sondern halt irgendwo mal das Mittelspiel. E5, Springer E4. Springer schlägt D4. Und jetzt ist ganz gut die kurze Rochade von Lasker. Also Springer schlägt D4 stattdessen, würde wertvolle Zeit verlieren wahrscheinlich. Zum Beispiel nach Dame schlägt D4, Springer C5 und das muss nicht sein. Weiß sollte nach Springer C3 zum Beispiel einfach etwas besser stehen, er hat die bessere Entwicklung und ja, kurze Rochade. Und jetzt spielte Marshall Springer F5 und das gibt so den Anschein, dass er wenigstens damit um Vorteil kämpft. In Wahrheit hat er gar nichts hier bereits, weil Schwarz hat wirklich eine sehr vernünftige Entwicklung und ja, und Lasker spielt das auch wirklich 1A jetzt D5. Gut, Weiß könnte jetzt auf E7 das Läuferpaar gewinnen, aber dann kommt einfach Springer schlägt E7 und Schwarz hat einfach ein schönes Zentrum oder eine schöne Zentrumskontrolle und ja, Ausgleich. Läufer schlägt C6, probierte Marshall. B schlägt C6, um wenigstens die Bauernstruktur zu schädigen. Jetzt kam Springer schlägt E7, Dame schlägt E7, Turm E1 und ja, jetzt fängt es an interessant zu werden. Ja, Marshall hätte durchaus jetzt hier irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, ruhiger spielen können. Aber er probiert jetzt Dame H4 aus. Objektiv betrachtet ist der Zug wahrscheinlich nicht der beste, aber er provoziert so ein bisschen den Gegner und Marshall spielt jetzt Läufer E3 und es geschah F6, noch atmet nichts Böses, ja, F3 und jetzt packte Marshall das sehr interessante und wahrscheinlich auch leicht psychologisch angehauchte F schlägt E5. Ja, also das bietet den Springer auf E4 an. Also Springer G5 wäre sicherlich ja, der umsichtigere Zug gewesen. Ja, aber also laut Kasparow zum Beispiel meinte er, das war eine psychologisch kluge Wahl und es ist zweifelhaft, ob der Weltmeister alle Varianten berechnet hat, aber er ahnte wohl eher, dass der Charakter, wie der Charakter sich ergibt, der Stellungen und vor allem, was wahrscheinlich ihm bewusst war, dass es für Marshall unangenehm sei, sich zu verteidigen. Also er griff wohl sehr gern an, aber er verteidigte sehr, sehr ungern und das sieht man hier auch in der Partie sofort. Also es kam jetzt F schlägt E, D4 und gut, das ist die Pointe von dem Figurenopfer von Schwarz, weil der Läufer kann jetzt nicht gut ziehen und deshalb Schwarz kriegt jetzt mehr oder weniger seine Figur forciert zurück. Zum Beispiel, sagen wir mal,
Weiß zieht Läufer D2. So, jetzt kommt Läufer G4. Na, offensichtlich, die weiße Dame hat nur ein Feld. Dame C1, Turm F2. Und ja, jetzt brodelt es bereits vor dem weißen König. Und sagen wir mal, es kommt Läufer G5. Und jetzt überlegt euch mal, was wie Schwarz fortsetzen sollte. Ja, absolut richtig. Ich hoffe, ihr habt es gefunden. Turm schlägt G2. Und gut, Weiß ist kaputt. Ne? Nach König schlägt G2. Läufer H3 Schach. König H1, Dame F2, kann man das Matt mehr oder weniger nicht mehr verhindern. Oder Läufer C1 ist auch nicht schöner. Ja, dann kann man sogar sofort Dame F2 Schach geben. König 1, Läufer G4 und auch hier Weiß ist kaputt. Dame darf nicht ziehen wegen Grundreihen Matt und ja, großes Problem. Stattdessen aber wäre die einfachste Lösung gewesen für Weiß, Dame D2 zu machen und gibt die Figur zurück. Und nach D schlägt E zum Beispiel, Dame schlägt E3, steht Weiß wahrscheinlich hier sogar etwas besser, weil er hat die bessere Struktur. Gut, Schwarz könnte man drüber streiten, hat die vielleicht die bessere Leichtfigur, aber der strukturelle Schaden ist wahrscheinlich hier schlimmer als die Leichtfigur. Und so viel schlechter kann der Springer auch nicht sein. Vielleicht geht er nach D2, C4 und steht dann auch sehr ordentlich. Also, das wäre die beste Wahl gewesen für Weiß. Ja. Aber Marshall spielte einfach G3. Dame F6. Okay. Auch hier kann der Läufer immer noch nicht so gut ziehen. Zum Beispiel nach Läufer D2. Könnte Dame F2 kommen, König H1, Läufer H3, Turm G1, H5. Das wäre die nächste kritische Stelle gewesen. Also Schwarz greift voll an und ja, wer macht das schon gerne? Ne? Wer möchte das hier gerne verteidigen mit Weiß? Das ist äußerst unangenehm. Man weiß gar nicht, steht man jetzt auf Verlust oder geht die Stellung noch? Tatsächlich geht die Stellung noch, aber man muss hier schon wirklich sehr sauber spielen, ja. Gibt hübsche Varianten. Also überlegt euch mal, warum kann Weiß nicht auf H5 nehmen? Und ich zeig's euch. Dame schlägt H5. Und jetzt kommt einfach Dame schlägt G1. König schlägt G1, Turm F1. Ja, schönes kleines Matt. Also die Dame darf die Grundreihe nicht verlassen. Und unterbrechen werden darf die Dame auch nicht. Also zum Beispiel Läufer E1, dann kommt das gleiche Matt. Ein wichtiges Mattmotiv. Gut, aber er muss ja die Dame nicht ziehen, er muss ja auch nicht Läufer E1 spielen, er kann ja einfach entwickeln und der logische Zug sieht hier aus wie Springer A3. Und okay, der schwarze Angriff ist weiterhin gefährlich. Sagen wir Läufer G4. Möchte jetzt Läufer F3 drohen und auch das muss Weiß bedienen. Und natürlich könnte man denken vorher, wenn man das am Brett sieht, die Stellung ist hier kaputt, aber tatsächlich geht's noch. Turm F1, einziger Zug. Das kann man wenigstens auf F3 nehmen, wenn es so weit kommt. Und gut, das Beste, was Schwarz machen kann, ist auf D1 nehmen. Turm schlägt F2, Turm schlägt F2, Turm schlägt D1. So, das ist eine Stellung, wenn man sauber rechnet, kann man das vielleicht noch sehen. Und ja, Kasparov denkt jetzt, dass Schwarz hier wahrscheinlich etwas schlechter steht, aber das stimmt nicht. Also gut, heutige Rechner können das sehr gut einschätzen und es ist aber auch so sehr überzeugend. Ich denke mal, Kasparov hat wahrscheinlich gedacht, die Schwächen von Schwarz auf E5, zum Beispiel mit Springer C4, der Bauer auf E5 und hier also die zersplitterten Bauern würden Weiß natürlich positionell Vorteil geben. Das stimmt auch, aber die schwarzen Türme sind sehr aktiv und zum Beispiel der Turm AF8, ist der logische Zug, kann Schwarz durchaus sagen, hier kannst du ein paar Bauern kriegen, aber ich verdopple jetzt mit meinen Türmen auf der zweiten Reihe und der Rechner gibt Schwarz einfach schon leichten Vorteil. Also schlechter steht Schwarz auf gar keinen Fall. Und die Türme auf der zweiten Reihe sind schon wirklich giftig von Weiß. Okay, aber das wäre trotzdem die beste Verteidigung gewesen für Schwarz. Also ist schon nicht wirklich leicht. Und hier entscheidet sich Marshall dann halt, die Figur anders zurückzugehen mit Läufer schlägt D4. Also,
Vermutlich hat er jetzt die Abwicklung, er wird auf jeden Fall die Abwicklung gesehen haben, die jetzt folgt. Und nach Läufer schlägt D4, E schlägt D4, Turm F1. Hat er wahrscheinlich gedacht, dass das folgende Endspiel jetzt hier für ihn okay ist, sagen wir mal so. Eine Dame schlägt F1, Dame schlägt F1, Turm schlägt F1, König schlägt F1. So, und auf den ersten Blick könnte man denken, ja, ich habe bessere Struktur, Springer gegen Läufer, passt schon. Und ja, aber in Wahrheit ist Schwarz steht hier wohl leicht besser und ja, muss man auch erstmal halten, das Endspiel, ja. Turm B8, jetzt werden wir plötzlich sehen, dieser Turm wird zu einem Helden in der Partie. Ja, Turm B8 provoziert eine kleine Schwäche auf mit B3. Turm B5. Interessante Route für den Turm ins Spiel zu kommen. Jetzt macht Marshall wieder einen kleinen Fehler. Es wäre besser gewesen, sich sofort zu entwickeln mit Springer D2. Also Springer D2 und die Stellung sollte einigermaßen im Ausgleich sein. Also damit hätte Marshall sein Remis bekommen können. Aber er setzte jetzt hier sehr unvorsichtig fort mit C4 und C3 zum Beispiel ist auch nicht gut, dann könnte Turm E5 kommen. C4 ist allerdings auch nicht so viel besser, weil man kann es verstehen, C4, man möchte diesen schwachen Bauern auf C2 irgendwie loswerden, aber tatsächlich ist das ein ernster Fehler. Und jetzt kam Turm H5. Ja, kann alles irgendwie mit Tempo angreifen. König G1, C5. Schon hat Schwarz einen gedeckten Freibauern. Springer D2. König F7. Und jetzt kommt der nächste sehr lehrreiche Fehler von Marshall. Und es wäre besser gewesen, er hätte versucht, ein paar Bauern zu tauschen. Vor allen Dingen aktiv vorzugehen am Damenflügel. Also das viel logischere, der Turm auf 1 ist natürlich noch nicht im Spiel, aber wenn er jetzt hier A3 gemacht hätte, sagen wir mal A5. Schwarz möchte gerne natürlich diesen gedeckten Freibauern behalten. Aber wenn Weiß konsequent bleibt und spielt jetzt Turm B1, sagen wir König E7, B4, dann knackt er den Damenflügel auf. Ja, und es tauschen sich vor allen Dingen Bauern ab. Die schlechtere Seite sollte im Endspiel immer versuchen, so viele Bauern wie möglich zu tauschen. Das ist eine ganz interessante, grundlegende Strategie. C schlägt B4, A schlägt B4, A schlägt B4, Turm schlägt B4. Sagen wir Turm A5. Springer B3, Turm A2. So, der Bauer auf D4 ist tabu wegen dem Gabelmotiv C5. Sagen wir Turm B8, Läufer H3. Jetzt Springer schlägt D4. Und das Endspiel nach Turm G2 Schach. Gut, der König darf nicht nach F1 wegen Turm C2 Abzug oder Turm B2 Abzug. König H1 und Turm D2 und es sieht schrecklich aus jetzt plötzlich für Weiß, aber Weiß kann jetzt hier mit Springer F5 Schach weitermachen und die Lage ist zwar schlechter für Weiß, aber ich denke, Weiß hat ganz gute Remis-Chancen. Also, aber man sieht schon, was für Probleme Weiß lösen muss und das ist alles andere als einfach, das in der Praxis am Brett vernünftig zu verteidigen. Und Marshall macht jetzt halt, wie gesagt, einen sehr lehrreichen Fehler. Er hat einen Schach gegeben mit dem Turm. Ja, das sieht ja erstmal sehr logisch aus, aber in Wahrheit bringt das Schach Weiß überhaupt nichts. Der schwarze König wird quasi dazu gezwungen, dahin zu gehen, wo er eigentlich sowieso hin wollte. Also König E7. Ja, warum König E7 und nicht sowas wie König E6? Wir werden es gleich sehen. Schwarz lässt nämlich jetzt extra die Wege für seine Figuren offen. Jetzt kam A3 und jetzt kommt der nächste kleine Heldenzug von dem Turm und zwar Turm H6. Sehr schöner Zug. Deswegen hat der König, ist der König auch nach E7 gegangen, damit er hier die Reihe freilässt für den Turm. Also sehr geschickt. Sollte Weiß jetzt probieren, sich jetzt mit B4 zu befreien. Dann kommt Turm A6. Das stürzt sich auf die A3-Schwäche. Und das kann Weiß auch schon wieder nicht vernünftig verteidigen. Also zum Beispiel Turm F3, Läufer G4, Turm B3, Läufer D1. Dieser Läufer ist wirklich ekelig. Turm B1, Läufer C2, Turm C1, Läufer D3 zum Beispiel. Und ja, Weiß ist gut dominiert.
Sollte er stattdessen auf C5 rausnehmen, dann kommt einfach Turm schlägt A3, Springer F3, Läufer H3 zum Beispiel. Und auch hier hat Weiß große Probleme. Ja, in der Partie kam H4. Turm A6. Also wirklich. Man muss mal überlegen, was hat der Turm jetzt alles schon gemacht von Schwarz? Er ist folgende Route gegangen: Turm B8, B5, H5, H6, A6. Ja. Also, das sieht man auch nicht alle Tage, so einen Turm. Und Schwarz hat großen Vorteil. Ja, sollte Weiß jetzt mit A4 fortsetzen, dann ist natürlich seine Bauernstruktur ist schon echt schrecklich. Das ist lustig. Schwarz hat den Doppelbauern, aber er hat insgesamt die bessere Struktur. Ja. Weiß hat hier den Rückständigen, den Einzelnen, den Rückständigen. Also das ist alles schrecklich. Zum Beispiel nach Läufer G4, Turm F4, H5. Der Läufer ist auch dem Springer klar überlegen. König F2, Turm B6 zum Beispiel. Und ja, Weiß hat schon fast keine guten Züge mehr. Es kam Turm A1. Läufer G4. König F2, König E6. Ja, der König kann jetzt natürlich ran, weil der Turm auf A6 steht perfekt. Und ja, Übergang in Turm ins Spiel mit Springer F3 zum Beispiel hätte Weiß auch nicht viel geholfen nach Läufer schlägt F3, König schlägt F3, König E5 zum Beispiel. Und Weiß steht auch auf Verlust. A4. König E5. Ja, man muss sich mal das mal vor Augen führen jetzt, ne? Also. Alle schwarzen Figuren stehen super. Also der Turm auf A, okay, der kann jetzt auch langsam wieder ziehen, weil auf A4 ist jetzt keine Schwäche mehr. Das heißt also, er wird bald ziehen. Aber der König auf E5 ist sehr aktiv. Der Läufer auf G4 dominiert den Springer. Und ja, Weiß steht ja, ruinös. Ne? Also jetzt kam König G2, Turm F6, Turm E1 von Marshall und D3. Ja. Auch ein sehr schöner Zug. Macht den Platz frei für den König, der will eindringen nach D4 und das kann man auch nicht mehr verhindern. Turm F1, König D4. So, und jetzt gibt den einzigen kleinen Wermutstropfen für den schwarzen Turm. Er hätte gerne die Partie miterlebt, also das Ende, aber ja, er verlässt jetzt leider das Brett. Ja, er hat so viele Heldentaten vollführt. Aber nach Turm schlägt F6, G schlägt F6. König F2, C6, A5, A6. Man sieht schon, worauf es hinausläuft. Und zwar Zugzwang. Ja, Weiß muss irgendwas ziehen und tja, was soll er machen? Schwierig. Er hat sich entschieden, jetzt den Springer zu ziehen und damit war aber dann klar, nach König schlägt D4 war der Bauer futsch und es sollte nicht beim einzigen Bauern bleiben, soweit ich weiß. Und wir können uns den Rest mal schnell im Schnelldurchlauf anschauen, aber die Partie, der Drops war jetzt gelutscht. Ja. Die schwarzen Figuren sind zu dominierend und ja, jetzt kam Läufer E2, Springer D2, Schach, König E3, Springer B1, F5, unfassbar. Springer D2, H5, Springer B1, König F3. So, da holt er sich einfach den zweiten Bauern ab. Springer C3, König schlägt G3, Springer A4, F4, Springer schlägt C5, F3, uiuiui. Springer E4, Schach, König F4, der Springer hängt, Springer D6, C5 und es wird nicht leichter mit dem Zugzwang. König E3 kann auch mal drohen und dann, ja. B4, letzte Verzweiflungstat. C schlägt B4, Schwarz hat jetzt schon drei Freibauern. Der weiße Freibauer macht, das kommt viel zu spät. B3, Springer C4, König G3. Und hier hatte Marshall endgültig genug. Ja, der WM-Kampf war leider genauso einseitig. Also Marshall unterlag tatsächlich mit, also man kann auch andersrum sagen, Lasker gewann. Mit 8 Siegen und 7 Unentschieden. Also das war alles. Also Marshall gelang nicht eine einzige Partie zu gewinnen. Und ja, daran sieht man auch, dass Lasker einfach in einer anderen Liga gespielt hat. Und
Ja, aber man darf Marshall auch nicht unterschätzen. Also Marshall war quasi 20 Jahre lang einer der besten Großmeister der Welt. Aber wenn ich immer Partien von ihm sehe, dann sehe ich immer nur krasse Niederlagen. Und er wurde wohl auch als Don Quixote des Schachspiels bekannt. Ja, aber okay. So viel dazu für heute und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls es so ist, dann lasst mir bitte ein Like, Kommentar und ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, dann seid ihr immer direkt informiert, wenn was Neues kommt. Ich bedanke mich, macht's gut, ciao.